Szenen heimlich mit seinem Handy, obwohl das strengstens verboten ist. Säkularismus ist die Lösung. Der saudische Blogger Raif Badawi, der für seinen Aufruf zu mehr Toleranz, Meinungsfreiheit und Achtung der Menschenrechte zu 10 Jahren Haft und 1000 Stockschlägen verurteilt wurde, entdeckte diesen Satz auf der Toilettenwand eines saudischen Gefängnisses. In seinem Brief aus dem Gefängnis, den Raif seiner Frau Ansaf Haider am Telefon diktierte, beschrieb er, wie sehr ihn dieser ungewöhnliche Toilettenspruch berührte. Ich war zutiefst verwundert und erfreut über diesen kurzen, schönen Satz, dass ich so etwas zu lesen bekam, inmitten hunderter vulgärer, in allen erdenklichen arabischen Dialekten geschriebener Worte, mit denen man diese dreckigen Klowände beschmiert hatte, bedeutet, dass es irgendwo hier in diesem Gefängnis zumindest eine Person geben muss, die mich versteht. Jemanden, der versteht, wofür ich gekämpft habe und weswegen man mich hier eingesperrt hat. Seit 3 Jahren sitzt ein Mann in Saudi-Arabien im Gefängnis, dessen Vergehen nur darin besteht, dass er auf seinem Internetblog für eine freiheitliche Gesellschaft eintrat. Raif Badawi wurde am 17. Juni 2012 festgenommen. Die saudischen Behörden warfen ihm vor, Muslime, Christen, Juden und Atheisten als gleichwertig anzusehen. Dies stuften sie als Beleidigung des Islam ein. Ein todeswürdiges Vergehen in ihren Augen. Als im Januar 2015 Bilder von der ersten öffentlichen Auspeitschung auftauchten und Amnesty International eine aufsehenerregende Kampagne startete, rief Raifs Fall massive Proteste in vielen Ländern hervor. Weltweit forderten Politiker und Prominente die sofortige Freilassung Raif Badawis. In vielen Orten rund um den Globus fanden Mahnwachen statt. Die öffentlichen Proteste zeigten Wirkung. Und so blieb Raif Badawi bislang von weiteren Stockschlägen verschont. Doch er ist noch immer eingesperrt, gesundheitlich angeschlagen
und von der Außenwelt isoliert. Dabei besteht sein einziges Verbrechen darin, den Mut aufgebracht zu haben, öffentlich für die Achtung der Menschenrechte einzutreten. Dass Raif Badawi heute als das wohl berühmteste Opfer der Unterdrückung der Meinungsfreiheit gilt, ist nicht zuletzt seiner Frau Ansaf Haider zu verdanken, die 2013 mit ihren Kindern nach Kanada floh. Ansaf Haider reist unermüdlich um die Welt, um für die Freiheit ihres Mannes zu kämpfen. Aber auch, um auf das Schicksal der vielen anderen politischen Gefangenen hinzuweisen, die, ähnlich wie Raif, dem Gesinnungsterror religiöser Diktaturen unterworfen sind. Zu diesem Zweck gründete Ansaf Haider 2015 die Raif Badawi Foundation, die sich für einen grundlegenden kulturellen Wandel, für Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung, Wahrung der Menschenrechte und die Freilassung der politischen Gefangenen in den arabischen Staaten einsetzt. Von dem Schicksal Raif Badawis erfuhr die Welt, weil dieser Mann eine nicht minder mutige Frau hat, die aus dem Land seiner Peiniger floh, seither überall auf der Welt für die Freilassung ihres Mannes kämpft und heute an seiner Stadt den bedeutenden Sacharow-Preis der EU entgegen. Nun erhält Ansaf Haider zusammen mit Raif Badawi den mit 10.000 Euro dotierten Deschner-Preis der Giordano-Bruno-Stiftung. Die Stiftung ehrt die beiden damit für ihren gemeinsamen, mutigen und aufopferungsvollen Einsatz für Säkularismus, Liberalismus und Menschenrechte. Raif Badawi schrieb vor 6 Jahren: Meinungsfreiheit ist die Luft, die jeder Denker zum Atmen braucht. Die saudischen Behörden haben ihm diese Luft genommen. Dabei darf es nicht bleiben. Unterstützen Sie Raif Badawi und Ansaf Haider in ihrem Kampf für die Achtung der Menschenrechte weltweit. Auch in Saudi-Arabien. Free Raif. Sehr geehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie zu diesem Festakt anlässlich der Verleihung des Deschner-Preises der Giordano-Bruno-Stiftung an Raif Badawi und Ansaf Haider begrüßen zu dürfen. Wie Sie sicherlich schon beim Einlass bemerkt haben, mussten wir für diese Veranstaltung besondere Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Und vielleicht sind einige von Ihnen auch mit einem leicht mulmigen Gefühl nach Frankfurt angereist. Ich denke, jeder, der sich auf dem Gebiet der Religionskritik betätigt, insbesondere der Islamkritik, kennt dieses Gefühl. Ich persönlich habe es vor 9 Jahren besonders stark empfunden, als wir den Zentralrat der Ex-Muslime mit seiner Kampagne Wir haben abgeschworen im Haus der Bundespressekonferenz präsentierten. Es war das erste Mal, dass sich ehemalige Muslime so offensiv zur Apostasie, zum Abfall vom Glauben bekannten. Wie Sie wissen, ein todeswürdiges Vergehen aus radikal-islamischer Sicht. Entsprechend scharf waren die Sicherheitsvorkehrungen bei dieser Pressekonferenz. Und ich erinnere mich noch immer mit einem leichten Schaudern an die angespannte Atmosphäre, die im Saal herrschte, als sich die beiden damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Ex-Muslime vorstellte, zwei sehr mutige Frauen, Mina Ahadi und Arzu Toka, die, was uns ganz besonders freut, heute auch unter unseren Gästen sind. Hätte es bei
dieser Pressekonferenz am 28. Februar 2007 draußen gewittert, hätten sich viele der Anwesenden aus Angst vor einem Terrorakt beim ersten Donnerschlag auf den Boden geworfen. Selten zuvor und selten danach wurde mir derart bewusst, wie zerbrechlich dieses zarte Pflänzchen Freiheit ist, das wir gewöhnlich als Selbstverständlichkeit erachten. Wenn die Einschüchterungsversuche militanter Islamisten selbst hier in einem so säkularen Land wie Deutschland derartige Wirkungen hervorrufen, wie viel bedrückender, wie viel dramatischer muss die Lage erst für freiheitsliebende Menschen sein, die in den Zentren dieses Terrors leben. Wie viel Selbstüberwindung muss es kosten, dort Widerstand zu leisten? Wie viel Mut muss man aufbringen, um die Beachtung von Menschenrechten in ein Land einzufordern, in dem die Missachtung der Menschenrechte zum Dogma erhoben wurde? Raif Badawi hat diesen Mut aufgebracht und er hat teuer dafür bezahlen müssen. Seine Forderung nach Gleichberechtigung aller Menschen, unabhängig von Religion und Weltanschauung, Herkunft und Geschlecht, wurde bekanntlich als Beleidigung des Islam eingestuft und mit 10 Jahren Haft und 1000 Stockhieben bestraft. Dieser Festakt ist in erster Linie eine Protestveranstaltung gegen das barbarische Unrecht, das in diesem Urteil zum Ausdruck kommt, aber er ist durchaus mehr als das. Wir verstehen diesen Festakt auch als eine Feier des freien Geistes, der sich selbst unter grausamsten, diktatorischsten Verhältnissen nicht gänzlich unterdrücken lässt. Eben dies haben Raif Badawi und Ensaf Haider gezeigt. Mit diesem Festakt wollen wir sie dafür feiern, dass sie die Fähigkeit zum aufrechten Gang so eindrucksvoll bewiesen haben, und deshalb fühlen wir uns auch sehr geehrt, dass Ensaf den Weg aus Kanada auf sich genommen hat, um den Deschner-Preis heute Abend in der Deutschen Nationalbibliothek entgegenzunehmen. Herzlich willkommen! Meine Damen und Herren, die Giordano Bruno Stiftung verleiht den mit 10.000 Euro dotierten Deschner-Preis für Religions- und Ideologiekritik an Raif Badawi und Ensaf Haider für ihren gemeinsamen, mutigen und aufopferungsvollen Einsatz für Säkularismus, Liberalismus und Menschenrechte. Und zwar ein Einsatz, der weit über Saudi-Arabien hinaus Bedeutung hat. Raif und Ensaf sind zu Vorbildern geworden für Männer und Frauen weltweit, die sich mit totalitärer Politik, religiöser Bevormundung und patriarchalen Rollenmodellen nicht länger abfinden wollen. Dadurch haben sie nicht nur in die muslimische Welt hineingewirkt, sondern auch die Wahnideen westlicher Rechtspopulisten ad absurdum geführt, die in den Muslimen, den Flüchtlingen nur Anhänger des Dschihad erkennen können. Als die Bilder von Raifs öffentlicher Auspeitschung im Internet auftauchten, ging ein Aufschrei der Empörung durch die Welt. Die massive Reaktion der globalen Zivilgesellschaft setzte auch Saudi-Arabien so sehr unter Druck, dass die Prügelstrafe ausgesetzt wurde. Auf dem Höhepunkt der Proteste Ende Januar 2015 war der Druck sogar so stark, dass sich der saudische Botschafter in Berlin genötigt sah, eine frühzeitige Freilassung Badawis in Aussicht zu stellen. Offenkundig rechnete Saudi-Arabien zu diesem Zeitpunkt noch mit ernsthaften außenpolitischen Konsequenzen. Jedoch zu wirklichen Konsequenzen oder auch nur zur Androhung solcher Konsequenzen ist es danach nicht gekommen. Ein fataler Fehler der internationalen, insbesondere auch der deutschen Politik.
Statt klare Kante zu zeigen, verfielen die führenden Politiker zurück in den alten Kurs der Kuscheldiplomatie und fädelten Milliardengeschäfte mit einem Land ein, das den sunnitisch-wahhabitischen Terror seit Jahren maßgeblich unterstützt. Die verheerenden Menschenrechtsverletzungen, die Saudi-Arabien Tag für Tag begeht, wurden, wenn überhaupt, nur in Nebensätzen erwähnt, was die Gegenseite souverän überhören konnte. Dabei hätte es durchaus anders laufen können. Bereits im Januar 2015 reichten die Bundestagsfraktionen der Grünen und der Linken Anträge ein, die darauf abzielten, den Druck auf Saudi-Arabien zu erhöhen. Die vorgeschlagenen Sanktionen waren wohlbegründet und hätten in der Bevölkerung durchaus Rückhalt gefunden. Doch mit den Stimmen der CDU, CSU und leider auch der SPD wurden die Anträge zunächst in allen relevanten Bundestagsausschüssen und schließlich Anfang 2016 auch im Parlament abgelehnt. In den Medien hat man von diesem skandalösen Vorgang kaum etwas erfahren. Dabei bewies die im Januar 2016 vom Bundestag beschlossene Ablehnung jeglicher Sanktionen gegen Saudi-Arabien noch sehr viel mehr als die viel diskutierte Merkel-Erdogan-Böhmermann-Affäre, woran es der deutschen Politik mangelt, nämlich an Rückgrat. Auf dem Gebiet der Menschenrechte zeigt die Bundesregierung keinerlei Profil, sondern verfolgt eine rückgratlose Appeasement-Politik gegenüber Despoten, mit der sich die Werte der Freiheit und Gleichberechtigung aller Menschen nicht verteidigen lassen und gegen die wir mit aller Entschiedenheit protestieren müssen. Meine Damen und Herren, das Verhalten des saudischen Botschafters im Januar 2015 hat gezeigt, dass Saudi-Arabien sehr wohl auf Druck von außen reagiert. Deshalb wäre es Aufgabe der Politik, diesen Druck durch Androhung von Sanktionen zu verstärken, die das Regime tatsächlich schmerzen, beziehungsweise die den fortschrittlicheren Kräften innerhalb des Regimes ein zusätzliches Argument verschaffen, um sich gegen die Hüter des Status quo durchzusetzen. Konstantin Schreiber, der Raif Badawis Texte in deutscher Sprache herausgegeben hat, wies Anfang 2016 darauf hin, was Deutschland tun könnte, ja, tun müsste, falls Saudi-Arabien auf dem Gebiet der Menschenrechte im Allgemeinen und im Fall Badawi im Besonderen nicht einlenkt. Erstens, sofortiger Stopp aller Rüstungsexporte. Zweitens, Einreisebeschränkungen für Saudis, insbesondere für die reisefreudige saudische Königsfamilie mit ihren mittlerweile über 10.000 Mitgliedern. Drittens, konsequenter Verzicht auf saudisches Öl. Viertens, Aufkündigung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien, das auf deutsche Technologie in besonderem Maße angewiesen ist. Zudem müsste endlich umgesetzt werden, was die Fraktion der Linken bereits im Januar 2015 fordert. So sollte sich die Bundesregierung nicht nur für die sofortige Freilassung von Raif Badawi einsetzen, sondern ihm Asyl anbieten und den deutschen Botschafter in Saudi-Arabien unverzüglich damit beauftragen, Raif regelmäßig im Gefängnis zu besuchen. Letzteres wäre nur ein kleiner Schritt für Deutschland, hätte aber für Raif große Bedeutung. Politik tatsächlich eine solche Agenda verfolgen, könnte sie in der Welt sehr viel glaubwürdiger die Werte von Humanismus und Aufklärung vertreten, die die Grundlage des modernen Rechtsstaats bilden. Und sie könnte auf diese Weise auch sehr viel glaubwürdiger dafür werben, dass Säkularismus tatsächlich
die Lösung ist, wie es Raif in seinem Brief aus dem Gefängnis formulierte. Denn so viel ist sicher. Ohne säkulare Gesellschaftsnormen, ohne Trennung von Staat und Religion wird es in keinem Land der Erde Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit geben. Es ist ein bemerkenswertes Phänomen, dass der Begriff Säkularismus vorwiegend bei Intellektuellen aus dem muslimischen Kulturraum auftaucht, während wir hier im Westen in der Regel die Passivform Säkularisierung verwenden. Die Ablösung religiöser Deutungs- und Herrschaftsmuster durch weltliche Übereinkünfte im Rahmen einer freien Zivilgesellschaft. Das scheint aus europäischer Perspektive ein Prozess zu sein, der irgendwie von selbst abläuft, ohne dass man sich dafür groß engagieren müsste. Dies jedoch ist ein Trugschluss, wie man nicht zuletzt daran ablesen kann, dass doch erschreckend viele Migrantenfamilien auch nach mehreren Generationen nicht wirklich in dieser Gesellschaft angekommen sind, was den Nährboden dafür bereitet, dass so viele junge Männer und Frauen den dumpfen Botschaften salafistischer Hassprediger auf den Leib gehen. Wenn man etwas genauer hinschaut, erkennt man schnell, dass Säkularisierung alles andere als ein passiver Prozess ist, der einfach so geschieht. Denn Säkularisierung verlangt entsprechende Akteure, verlangt Säkularisten, die die absoluten Moralsetzungen religiöser Dogmatiker zurückweisen und die Idee des Gesellschaftsvertrags propagieren, in der die Normen des Zusammenlebens eben nicht religiös vorgegeben sind, sondern unter den Gesellschaftsmitgliedern frei ausgehandelt werden. Raif Badawi und Ensef Haider hatten den Mut, unter den denkbar schwierigsten Bedingungen für die offene Gesellschaft einzutreten. Dadurch haben sie der starken, jedoch noch immer im Untergrund wirkenden Bewegung der Säkularisten in den muslimischen Ländern Stimme und Gesicht verliehen. Allein dies hat die Welt verändert. Würdigere Träger des Deschner-Preises kann ich mir nicht vorstellen. Ich darf Ihnen nun den nächsten Programmbeitrag ankündigen. Andrea C. Hoffmann ist promovierte Medienwissenschaftlerin, Journalistin, Buchautorin und Nahost-Expertin. In ihren Veröffentlichungen schildert sie insbesondere die Schicksale von Frauen in muslimischen Ländern. Unlängst erschien von ihr das Buch »Das Mädchen, das den IS besiegte«. In Zusammenarbeit mit Ensef Haider verfasste Andrea C. Hoffmann deren Autobiografie Freiheit für Raif Badawi, die Liebe meines Lebens, aus der sie nun einige Passagen vortragen wird. Bitte begrüßen Sie sie mit einem herzlichen Applaus, Andrea C. Hoffmann. Meine Damen und Herren, wir sind heute für Sie alle kennen die Story. Wir sind heute hier versammelt, weil wir einen Journalisten und Freidenker würdigen wollen, der es gewagt hat, in Saudi-Arabien seine Meinung zu äußern. Deswegen landete er im Gefängnis, deswegen wurde er zu 1000 Peitschenhieben verurteilt. Es ist die Geschichte von Raif Badawi. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Denn wenn es nur Raif
und seine ohne Zweifel beeindruckenden Blogs gegeben hätte, würden wir heute nicht über ihn reden. Niemand wüsste, dass man ihn mit den ersten 50 Hieben fast umgebracht hätte und dass er heute in Einzelhaft sitzt. Vielleicht wäre er sogar nicht mehr am Leben. Dass Ralf Badawi noch am Leben ist und dass wir heute hier über ihn sprechen, verdanken wir einem zweiten, ebenfalls sehr mutigen Menschen, seiner Frau Ensaf Haider. Ihr Beitrag wird beim Weitererzählen der Geschichte oft vergessen. Deshalb freut es mich heute umso mehr, dass das nicht passieren wird. Ich bin vor ungefähr einem Jahr nach Kanada gereist, um Ensaf kennenzulernen. Ich wollte ihre Geschichte hören und aufschreiben, ihren Kampf für die Freiheit dokumentieren. Und ich muss gestehen, ich war von Anfang an fasziniert von ihr, weil sie so gar nicht dem Stereotyp einer zurückgezogenen und schüchternen Saudi-Araberin entspricht. Sie grinst da unten, wenn ich das sage. Schnell begriff ich, dass sie der Motor im Gespann Ensaf und Raif ist. Ich bin nicht die Erste, die zu dieser Erkenntnis gelangt. Der kanadische Politiker Pierre-Luc Dussault hat Ensaf schon ganz früh gestanden, wie beeindruckt er von ihrer Kampagne ist, bei einem Termin, in dem es zunächst, wie immer, um die Situation von Raif ging, nahm er sie zur Seite und sagte, sollte Raif eines Tages freigelassen werden, dann hat er es Ihnen zu verdanken, Frau Haider. Ich weiß, dass sich Ensaf ziemlich über diese Feststellung gefreut hat. Und ich weiß auch, dass sie Raif bei ihrem nächsten Telefonat brühwarm erzählt hat. Denn auch er sollte ihre Leistung anerkennen. So ist das in einer Ehe. Ich hoffe, er merkt überhaupt, was ich alles für ihn tue, sagte sie einmal während unserer gemeinsamen Interviews zu mir. Heute versichere ich ihr, ja, er merkt es. Wir alle haben es gemerkt. Wir haben erkannt, was für eine starke Frau hinter diesem beeindruckenden Mann steht. Und deshalb freue ich mich, dass der Deschner-Preis an Raif Badawi und Ensaf Haider geht. Um Ihnen jetzt einen kleinen Eindruck von dem gemeinsamen Weg der beiden zu verschaffen, möchte ich drei Stellen aus dem Buch vorlesen. Erstens, wie sich die beiden durch Zufall kennenlernten, am Telefon. Dann, wie sie gemeinsam das zweite liberale Netzwerk gestartet haben, in einem Restaurant. Und wie Ensaf schließlich von Raifs Verurteilung erfuhr. Erstmal zum Kennenlernen. Wir befinden uns in folgender Situation. Ensaf hatte gerade ihre Koranstudien beendet auf der Universität und brauchte jetzt dringend einen Job. Beziehungsweise so dringend war es ihr eigentlich nicht, sie hatte gar keine Lust. Sie hat sich aber bei der Arbeitsvermittlung registrieren lassen und hat da ihre Handynummer abgegeben. So, und dann geht sie nach Hause und legt sich aufs Bett und schläft erstmal ein. Als ich wieder erwachte, sah ich, dass ich einen Anruf verpasst hatte. Das konnte nur die Arbeitsvermittlung gewesen sein. Die Frau aus dem Amt hatte ja gesagt, dass sie sich melden würde, wenn sie eine offene Stelle hätten. Aber das ging mir jetzt definitiv zu schnell. Eigentlich hatte ich mich gerade auf ein paar Jahre Ferien eingestellt. Abends bis in die Puppen fernsehen, morgens ausschlafen, die Zeit genießen, bis mich meine Familie verheiraten würde und ich dann die Pflichten einer Ehefrau erfüllen müsste. Ich wartete also mit meinem Rückruf bis Feierabend und wollte der Behörde nur kurz auf den AB sprechen. Also drückte ich 20 Minuten nach 5 die Rückruftaste. Hallo, meldete sich eine männliche Stimme. Hallo, stammelte ich. Ich hatte Ihre Nummer auf dem Display. Hatten Sie mich angerufen? Nein, behauptete der junge Mann am anderen Ende der Leitung. Nicht, dass ich wüsste. Ach so, na dann, Entschuldigung, auf Wiedersehen. Hastig legte ich auf. Ich schämte mich in Grund und Boden. Ich hatte einen wildfremden Mann angerufen. Einfach so. Was um Himmels Willen würde er von mir denken? Während ich mir Vorwürfe machte, klingelte das Telefon erneut. Ich starrte
schaut das Display. Mein Herz macht einen Satz. Dieselbe Nummer. Hatte er nicht eben noch behauptet, er habe meine Nummer nie gewählt? Warum tat er es dann jetzt? Reflexartig nahm ich das Gespräch an. Hallo, sagte er erneut. Seine Stimme klang sympathisch, weich und voll. Hallo, antwortete ich kühl. Du hast eine schöne Stimme, sagte er schüchtern. Hast du vielleicht Lust, ein bisschen mit mir zu telefonieren? Selbstverständlich nicht, entgegnete ich empört. Meine Sorge war berechtigt gewesen. Er hielt mich bestimmt schon für eine leichtsinnige Frau. Ich habe doch gesagt, dass ich nur versehentlich angerufen. Ich habe mich entschuldigt. Ach komm, nur kurz, bat er. Nein, ganz bestimmt nicht. Entschlossen drückte ich ihn weg. Das Telefon klingelte abermals. Eilig stellte ich den Ton ab, damit meine Familie nichts davon mitbekam. Meine Brüder wären alles andere als erfreut gewesen, wenn sie gewusst hätten, dass ein Fremder mir nachstellte. Um ganz sicher zu sein, verschloss ich vorsichtshalber meine Tür. Jetzt machte mein Handy Lichtsenkensignale. Fasziniert sah ich zu, wie die Beleuchtung des Displays bei jedem unterdrückten Klingelton ansprang. Wie eine Taschenlampe, die Morsezeichen machte. Sie sagte, SOS, nimm bitte ab. Ich überlasse jetzt mal denjenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, ihrer Fantasie, wie das Ganze weitergeht. Aber sage schon mal dazu, der Mann am Telefon ist natürlich Ralf. Und das ist tatsächlich die Art, wie sich die beiden durch eine reine Telefonnummerverwechslung kennengelernt haben. Jetzt machen wir einen Sprung. Die Geschichte ist gut ausgegangen. Nach allen Hürden, die das da zu überwinden galt, weil Ensafs Familie erst vehement dagegen war, dass sie sich selbst einen Mann aussucht, der auch noch ein bisschen jünger als sie selbst ist und weniger Geld hat. Also das war gar nicht so gut. Aber sie haben es geschafft. Also sie sind jetzt verheiratet. Raif hat bereits einmal einen liberalen Blog gegründet. Der wurde dann von der Polizei geschlossen. Und nach ungefähr einem halben Jahr gründet er aber ein zweites Forum. Und da ist Ensaf jetzt bei ihm dabei, als es losgeht. An dem Tag, an dem die Seite erneut ins Netz hochgeladen wurde, machten wir mit der Familie einen Ausflug nach El Sherra. Das ist eine Freizeitlandschaft mit einem hübsch angelegten Garten und verschiedenen Swimmingpools für die Kinder. Sie befindet sich auf einer Landzunge in Jeddah und ist von allen Seiten vom Meer umgeben. Ein sehr angenehmer Ort. Zum Mittagessen führte Ralf uns dort in ein Fischrestaurant. Seinen Laptop hatte er auf dem Schoß und beobachtete aufgeregt, was ich auf der Seite tat, die erst seit wenigen Minuten im Netz war. Seine liberalen Freunde wussten alle, dass er einen Neustart plante und hatten im Vorfeld Mund-zu-Mund-Propaganda dafür gemacht. Deshalb tauchten sofort jede Menge Besucher auf, die Ralfs Gründungsblog lasen und ihn kommentieren wollten. Dazu mussten sie sich aber zuerst anmelden, unter einem Pseudonym oder unter ihrem realen Namen, ganz wie sie wollten. Bei jeder Neuanmeldung stieß Ralf einen Jubelschrei aus. Jetzt sind es schon 20 Nutzer, rief er. Und jetzt 21. Er fieberte mit, als handelte es sich um eine Versteigerung, bei der es einen möglichst hohen Preis zu erzielen galt. Und ich fieberte mit ihm. Das neue Netzwerk gewann rasend schnell an Bedeutung und Popularität. Immer mehr Nutzer registrierten sich, um mitzudiskutieren. Schon nach knapp einer Woche waren es bereits mehrere tausend. Ralf zeigte sich sehr zufrieden mit dieser hohen Zahl und ich hatte heimlich den Verdacht, dass er insgeheim vor Stolz platzte. Jetzt, wo es das Forum wieder gab, erkannte ich erst, wie sehr ihm der Austausch mit anderen Denkern in den vergangenen Monaten gefehlt hatte. Er war regelrecht süchtig danach. Tag und Nacht saß er mit seinem Laptop, um Beiträge zu verfassen und alles, was geschrieben wurde, zu lesen und mit seinen Kommentaren zu versehen. Ralf war das Herz und das Hirn dieses Forums.
Er hielt es mit seinen Gedanken am Leben und zugleich hielt das Forum ihm am Leben. Es setzte eine unglaubliche Energie und Produktivität in ihm frei. Für mich war es eine wahre Freude, ihn so vital und euphorisch zu sehen, so voller Energie für das, was ohne Zweifel seine Berufung ist. Eines Abends stellte ich ihm, nachdem er wieder einmal den ganzen Tag in seinem geliebten Forum verbracht hatte, eine Schachtel Pizza vom Lieferservice neben seinen Laptop. Ohne seinen Blick vom Bildschirm abzuwenden, langte er mit der Hand nach einem Stück Diabolo. Ensaf, du bist wirklich unmöglich, beschwerte er sich. Wieso? Du unterstützt deinen Mann wohl gar nicht. Ich glaubte zunächst, dass sich sein Kommentar auf das Abendessen bezog. Magst du was anderes? Es gibt noch einen Rest Reis mit Gemüse im Kühlschrank. Aber Ralf mampfte bereits seine Pizza und las dabei scheinbar vertieft irgendeinen Blog. Ich meine nicht das Essen, korrigierte er mich. Ich meine hier, im Forum. Endlich sah er zu mir auf. Frech grinste er mich mit seinen wunderschönen Augen an. Findest du es eigentlich korrekt, dass alle Welt sich in dem Forum anmeldet und du, meine eigene Frau, bist nicht dabei? Jetzt musste ich lachen. Ach, Ralf, sagte ich herablassend. Glaubst du denn wirklich, ich würde dir das antun? Natürlich habe ich mich längst registriert. Was hast du? Ich war eine der Ersten, verriet ich ihm mit Siegerlächeln. Wir haben sogar schon miteinander kommuniziert. Ralf schnappte nach Luft. Ich hatte ihn total aus dem Konzept gebracht. Wie heißt du? Fragte er mich schließlich. Ich setzte mich auf seinen Schoß, zog den Laptop auf den Tisch zu mir heran. Ralf ließ es geschehen. Flink huschte ich mit den Fingern über die Tasten, bis mein Nutzerprofil auf dem Bildschirm aufblitzte. Dort waren alle Spuren aufgelistet, die ich im Forum hinterlassen hatte. Etliche Artikel hatte ich mit Kommentaren versehen. Und besonders stolz war ich natürlich auf die, die Ralf mit seiner Zustimmung geadelt hatte, ohne zu wissen, dass ich sie unter Pseudonym verfasst hatte. Er konnte es nicht glauben. Was du hier so alles hinter meinem Rücken treibst, sagte er, scheinbar empört. Aber ich hörte deutlich die Bewunderung heraus, die ihn mein heimliches Tun abverlangte. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, sagte er, ein bisschen zu ehrlich für meinen Geschmack. Ralf bedrängte mich, mich nicht länger hinter meinem Pseudonym zu verstecken. Er zeigte mir die Beiträge einiger berühmter Journalisten und Schriftsteller, die ebenfalls ihren richtigen Namen im Forum benutzten. Sieh nur, immer mehr Leute schreiben unter ihren Klarnamen, sagte er. Es ist an der Zeit, Farbe zu bekennen. Als Frau des Herausgebers solltest du das auch tun. In welchem Jahrhundert leben wir denn? Es war die Zeit vor dem arabischen Frühling und eine liberale Prise wehte durch Saudi-Arabien. Wie wir alle wissen, hat diese Prise ja nicht besonders lang angehalten und die Familie ist dann immer mehr unter Druck geraten, bis hin zu einem Mordversuch. Also es wurde die Fatwa gegen Ralf erlassen, erstmal nicht gerichtlich, sondern von einem Geistlichen und daraufhin wurde er im Supermarkt angefallen. Und dann haben die beiden beschlossen, dass Ensaf mit den drei Kindern in den Libanon geht. Und kurz darauf ist Ralf dann verhaftet worden. Das heißt, Ensaf ist jetzt im Libanon und muss sich irgendwie auf den Laufenden halten, was mit Ralf passiert. Sie kann einmal in der Woche mit ihm im Gefängnis telefonieren und ansonsten telefoniert sie mit dem Rechtsanwalt der beiden, Walid Abdul Akher, der ja mittlerweile auch im Gefängnis sitzt. Aber da sitzt er noch nicht im Gefängnis und jetzt hören wir als letztes kurz die Stelle, wo sie mit ihm sich austauscht. Ich telefonierte oft mit Walid. Er hielt mich auf dem Laufenden, wie sich Ralfs Fall entwickelte. Aber er verabreichte mir die Informationen in kleinen, wohlbekömmlichen Dosen. Mach dir keinen Kopf, Ensaf, betonte
betonte er oft. Bald ist Ralf wieder bei dir. Sein Optimismus ließ mich die Dimension des Problems lange Zeit unterschätzen und machte mich sogar ungeduldig. Wie lange sollte das noch so gehen, dachte ich nach einigen Wochen. Wann würde Walid Ralf endlich da rausgeboxt haben? Schließlich war er doch nur wegen einem abgelaufenen Führerschein erwischt worden. Dass er mir bei seinen Berichten einiges verschwiegen hatte, sollte ich erst später verstehen. Ich merkte es, genauer gesagt, an dem Tag, an dem Walid plötzlich nicht mehr erreichbar war. Ich wusste, dass Raif an diesem Tag vor Gericht erscheinen musste. Um 7 Uhr morgens holten sie ihn aus dem Untersuchungsgefängnis ab. Am Nachmittag versuchte ich, Walid zu erreichen und zu erfahren, wie die Sitzung verlaufen sei. Aber er beantwortete meinen Anruf nicht mehr. Ich wurde wütend. Was sollte das? Ich als seine Ehefrau hatte doch wohl das Recht darauf zu erfahren, was Sache war. Schließlich rief mich Raif selbst aus dem Gefängnis an. Er klang niedergeschlagen. Haarklein berichtete er mir von einer Sitzung mit dem Richter Abdul Rahman Al-Jawu. Er hat mir gesagt, ich soll mich beim Allmächtigen entschuldigen und Buße tun. Wofür? Für meinen angeblichen Abfall vom Glauben. Er sagte, sprich dreimal das muslimische Glaubensbekenntnis. Es gibt keinen Gott außer Allah und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Und? Hast du es getan? Nein. Ralf hatte sich geweigert, da er eine Falle witterte. Wenn er die Formel für einen Übertritt zum Islam aufsagen würde, könnte dies als Beweis dafür gewertet werden, dass er zuvor vom Glauben abgefallen war und damit als Schuldeingeständnis. Das ist nicht nötig, da ich bereits Muslim bin, hatte er dem Gerichter entgegengehalten. Sprich es doch selber, warum ich? Ralf erzählte mir den Verlauf der Verhandlungen bis ins kleinste Detail. Ganz zum Schluss sagte er ganz ruhig und im Frieden mit sich selbst, kannst du dir das vorstellen, Ensaf? Als der Richter dann gesagt hat, dass mir die Todesstrafe gebührt, da habe ich an dich gedacht und gelächelt. Ich habe dein Bild vor Augen gehabt und du hast mir Freude gebracht. Das war der Moment, in dem meine Welt, so wie ich sie bisher gekannt und geliebt hatte, endgültig zusammenbrach. Papa, komm! Papa, glaub mir, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal ohne dich sein würde. Ich hätte nie gedacht, dass du mich einmal nicht jeden Morgen wecken würdest, damit ich zur Schule gehe, wie du es immer getan hast. Das hätte ich niemals gedacht. Du bist im Gefängnis, weit weg von mir, weil du für deine Ansichten gekämpft hast. Du bist ein friedliebender Mensch, der andere Menschen gern hat und ihnen nur Gutes wünscht. Warum bist du im Gefängnis, Papa? Das frage ich mich jeden Tag. Stimmt es, dass du dort bist, weil du eine Internetseite gemacht hast, die zu politischen und gesellschaftlichen Diskussionen geführt hat? Als Mama mir erklärt hat, dass du wegen deiner Ansichten im Gefängnis sitzt, habe ich deinen Namen gegoogelt. Ich war überrascht, wie viel Unterstützung du von allen bekommen hast. Ohne Mama wäre es noch schlimmer für uns, dass du nicht da bist. Ja,
keine Sorgen. Seit 2,5 Jahren tut sie, was sie kann, damit wir dich nicht so vermissen. Aber nichts kann dich ersetzen. Meine Schwestern und ich haben heimlich überlegt, wie wir dich aus dem Gefängnis holen könnten. Miriam hat gesagt, sie würde nach Saudi-Arabien fahren, das Gefängnis kaputt schlagen und die Wachleute verhauen, damit Papa da rauskommt. Sie hat gesagt, Papa muss wieder nach Hause kommen. Wir warten auf den Tag, an dem dein Flugzeug am Flughafen von Montreal ankommt. Du wirst mich dort weinend warten sehen. Und ich werde nicht aufhören, bis du mich in deine Arme schließt und meine Tränen trocknest. Dudi, dein kleiner Schatz. Meine Damen und Herren, dass wir den heutigen Festakt erleben dürfen, ist nicht zuletzt unserem Beiratsmitglied Hamed Abdel Samad zu verdanken. Denn Hamed schlug vor, Raif Badawi und Ensaf Haider mit dem Deschner-Preis der Giordano Bruno Stiftung auszuzeichnen und erstellte auch den ersten Kontakt zu Ensaf her. Aufgrund seiner zahlreichen Medienauftritte und seiner erfolgreichen Bücher Der Untergang der islamischen Welt, der islamische Faschismus und Mohammed, eine Abrechnung, ist Hamed weithin bekannt, sodass ich auf eine weitere Vorstellung seiner Person an dieser Stelle getrost verzichten kann. Wir freuen uns sehr, dass Hamed trotz seines übervollen Terminkalenders die Zeit gefunden hat, nach Frankfurt zu kommen, um hier die Laudatio auf Raif Badawi und Ensaf Haider zu halten. Lieber Hamed, dir gehört die Bühne. Lieber Ensaf, meine verehrten Damen und Herren, ich hätte vorgewarnt werden müssen, dass vor mir dieser Film kommt. Ich wurde sehr oft zu Laudatien eingeladen und ich habe das immer eigentlich abgelehnt, weil ich das lächerlich finde, weil ich auch die deutsche Tradition der Laudatien aus dem 19. Jahrhundert furchtbar finde. Da sitzt man da und lobt jemand. Aber als ich von der Stiftung gefragt wurde, die Laudatio auf Raif und Ensaf zu halten, habe ich sofort zugesagt. Erstens, weil mich mit Ensaf und mit Raif eine tiefe Freundschaft verbindet, aber auch, weil das Thema und das, wofür die beiden kämpfen, für mich existenziell wichtig ist. Meinungsfreiheit, Freiheit insgesamt und wie konnte ich eine Gelegenheit verpassen, Raif
zu unterstützen, Ensaf, die zu einer Symbolfigur geworden sind für viele Menschen in der arabischen Welt, die für Freiheit und Menschenwürde kämpfen. Eigentlich sollten Ensaf und Raif keine Helden werden. Sie sind ganz normale Menschen, die nichts anderes wollten, außer ein Mindestmaß an Freiheit, ein Mindestmaß an Menschenwürde zu haben. Nichts mehr, als dass die Familie, diese wunderbare Familie, wieder vereint wird. Aber sie verlangen das von einem Land, das Menschenwürde nicht anerkennt, was Freiheit nicht buchstabieren kann. Ensaf ist keine politische Aktivistin. Sie ist eine Frau, die ihren Mann liebt, aber sie liebt ihn in einem Land, was nicht zulässt, lässt, dass Blumen wachsen. Ein Land, was die Liebe eigentlich als eine Sünde betrachtet. Und wenn wir nicht erkennen, dass das Problem das Land ist, dann würden wir auch keine Lösung finden. Diese Diplomatie ist furchtbar. Diese kleine, schüchtern wirkende Frau, die vor Ihnen sitzt, ist viel stärker und mutiger als alle europäischen Politiker zusammen. Allen gezeigt, wie es geht. Nicht nur, als er abgelehnt hat, vor dem Richter ein Glaubensbekenntnis abzugeben und zu beweisen, dass er ein gläubiger Moslem ist. Das zeigt sein Rückgrat. Ein Rückgrat, was ich bei vielen Politikern in diesem Lande, in diesem Kontinent vermisse. Raif Badawi hat nicht nur abgelehnt, ein Glaubensbekenntnis abzugeben im Gericht und sich damit zu retten, um das Verfahren zu beenden. Sondern, und liebe Ensaf, verzeih mir, dass ich das jetzt erzähle, Raif Badawi wurde von einem hochrangigen europäischen Politiker aufgefordert, als er nach Saudi-Arabien reiste, dass Raif Badawi sich entschuldigt und dadurch sein Leben rettet und aus dem Gefängnis rauskommt. Raif Badawi hat Nein gesagt, obwohl er dadurch vielleicht sich den Weg erkämpfen konnte und in die Freiheit und sich mit seiner Familie vereinen konnte. Aber er hat das abgelehnt aus einem einfachen Grund. Weil er sich selbst im Spiegel schauen wollte, ohne sich dafür zu schämen, dass er seine Freiheit so erkaufen konnte. Und weil er erkannt hatte, dass er mittlerweile zu einer Symbolfigur geworden ist, für viele Menschen, die für diese Freiheit kämpfen, die diese Freiheit schätzen. Und er wollte diese Menschen nicht im Stich lassen. Und genau das dürfen wir auch nicht tun. Wir dürfen Raif Badawi und seine Frau nicht im Stich lassen. Ich kann nicht loben. Ich kann nur das berichten, was ich weiß, was teilweise auch noch nicht in den Medien vorgetragen wurde. Ich habe keine Rede vorbereitet, weil ich gar nicht wusste, was ich sagen kann. Ich wollte die Wortbeiträge heute hören und mich darauf einstellen.
Aber ich habe mir vorgestellt, Raif Badawi persönlich würde hier kommen und eine Rede halten. Was würde er wohl sagen? Er würde ganz wenig über sich selbst erzählen. Er würde uns daran erinnern, dass viele andere junge Menschen in der arabischen Welt wegen Meinungsfreiheit hinter Gittern sitzen. Er wird die Namen dieser Menschen vortragen und an uns allen appellieren, diese Menschen nicht zu vergessen, nur weil nicht genug Medienaufmerksamkeit da ist. Und genau das will ich auch jetzt tun. Im gleichen Land, wo Raif jetzt hinter Gittern sitzt, sitzen zahlreiche Menschen, die wegen ihrer Meinung verurteilt wurden. Darunter ist Ala Brenci, der fast eine identische Geschichte wie die Geschichte von Raif und Ensaf hat. Auch seine Frau ist jetzt geflohen, auch ist in Kanada, aber sie hat nicht den Mut und die Kraft, wie Ensaf die Geschichte von Ala vorzutragen. Auch die beiden haben 3 Kinder, die jetzt auch bei der Mutter in Kanada sind, für eine Meinung, die in jedem Land der Welt eine Selbstverständlichkeit ist, muss auch dieser junge Mann eine Gefängnisstrafe absetzen. Das Gleiche gilt für den Dichter Adel El-Abbad, auch in Saudi-Arabien, der zu 13 Jahren Haft verurteilt wurde, nur weil er ein Gedicht über den arabischen Frühling verfasst hatte. Darunter ist auch der Dichter Ashraf Fayyad, der zum Tode verurteilt wurde, nur weil er ein Gedichtsband in 2008 veröffentlicht hatte, wo er gar nicht die Religion kritisiert hatte, sondern wegen was anderes. Er hatte eine öffentliche Hinrichtung eines 15-Jährigen in Saudi-Arabien gefilmt und hat das auf seiner Facebook-Seite gepostet. Das ist aber reicht nicht aus, um ihn zum Tode zu verurteilen. Deshalb mussten die religiösen Behörden sich was anderes einfallen lassen. Und dann suchte man in seinem Gedichtband und fand 2 Anspielungen, die man als Blasphemie deuten kann. Ich habe die Gedichte gelesen, ich habe auch darin keine Blasphemie feststellen können. Trotzdem wurde er zum Tode verurteilt. Mittlerweile ist das Urteil abgeschwächt zu 8 Jahre Haft. Und die Welt jubelte, dass er zu 8 Jahre Haft verurteilt wurde und nicht zum Tode. Und dieses verbrecherische Regime, Saudi-Arabien, spielt mit uns mit dieser Taktik, dass wir 8 Jahre Haft hinnehmen, weil es ja besser ist als die Todesstrafe. Das darf nicht passieren, sowohl Ashraf Fayyad, als auch Raif Badawi, als auch Ala Brenci, als auch Adel El-Abbad und viele andere, mittlerweile 40.000 politische Gefangene in Saudi-Arabien, gehören entlassen. Und Europa muss ihre Stimme, seine Stimme noch höher erheben, dass diese Menschen nicht einfach dahin verrecken. Und wir tun so, als hätten wir nichts in der Hand. Wir hätten viel in der Hand. Lieber Michael, du hast recht, wenn wir den Druck länger aufrecht erhalten konnten, wenn wir mehr Druck ausgeübt hätten, dann hätte man vielleicht etwas erreicht. Aber politischer Opportunismus, wirtschaftliche Interessen stehen uns im Wege und das macht mir Sorgen. Ich habe nie Angst um Europa vor dem Islam gehabt. Oder vor der Islamisierung oder alles andere oder vor der Flüchtlingskrise und auch nicht vor der Griechenlandkrise, aber ich habe Angst vor diesem Opportunismus, ich habe Angst vor dieser Standpunktlosigkeit, ich habe Angst, dass die Politik sich von den Prinzipien entfernt haben, die dieses Kontinent ausmachen, die dieses Kontinent auch im Inneren zusammenhängt.
Nicht nur in Saudi-Arabien werden Menschen wegen ihrer Meinung verhaftet oder zum Tode verurteilt. Es gibt in fast allen arabischen Ländern ähnliche Fälle. Ich nenne aus Ägypten die Dichterin Fatma Naoud, die neulich zu 3 Jahren Haft verurteilt wurde, nur weil sie die Rituale des Opferfestes kritisiert hatte und dieses Blutbad an Schafe kritisiert hat. Stellen Sie sich vor, im 21. Jahrhundert. Ein eigentlich Religionsreformer, Islam Buhari in Ägypten, wurde auch zu 1 Jahr Haft verurteilt, nur weil er die religiösen Gelehrten, nicht den Propheten, nicht den Koran, kritisiert hatte, sondern die religiösen Behörden und die Gelehrten. Jetzt ist er im Gefängnis. Der mauretanische Blogger und Schriftsteller Muhammad al-Sheikh Walad al-Khatir wurde zum Tode verurteilt wegen eines Artikels, wo er die Klassendiskriminierung in seinem Lande zwischen Weißen und Schwarzen kritisiert hatte und das in Bezug auf die Religion in zusammengebracht hatte. Der Mann sitzt in einer Todeszelle und wartet auf seinen Tod. Wie viele von Ihnen haben seinen Namen gehört oder haben einen Artikel gelesen? Das ist mein Appell auch an die Medien. Insaf, du weißt das schon besser als ich. Schon bevor irgendjemand in diesem Lande den Namen Raif Badawi gehört hat, hatte ich an fast allen Journalisten seine Geschichte geschickt und gebeten, bitte schreiben Sie, das ist etwas Gefährliches. Jemand wird ausgepeitscht, jemand wird wegen einer Meinung, Raif hat nicht die Religion kritisiert, hat nicht auch das saudische Königreich kritisiert. Er hat nur die Macht der religiösen Polizei kritisiert. Und die meisten Journalisten reagierten nicht darauf. Das war ihnen, man will Blut sehen. Erst als der Fall Causa International geworden ist, kamen die vielen Artikel und die vielen Beiträge. Und deshalb, das darf nicht passieren, dass den armen Mann in Mauretanien zum Tode verurteilt wird und erst dann kommt auf. Bitte alle, die irgendein Mittel haben, in der Politik, in den Medien oder einfach von Mund zu Mund, vergessen Sie diesen Namen nicht. Muhammad al-Sheikh Walad al-Khatir ist schwierig. Ich weiß. Dann sagen Sie nur Muhammad al-Sheikh, das ist einfach. Und versuchen Sie, irgendetwas zu tun. Schreiben Sie darüber, diskutieren Sie darüber. Wir dürfen das nicht hinnehmen. Dieser europäische Politiker, der Raif zur Selbstaufgabe beinahe gezwungen hätte, hat gezeigt, wo die wirkliche Krise ist, hat gezeigt, dass wir die Meinungsfreiheit nicht nur in Saudi-Arabien verteidigen müssen, sondern auch hier in diesem Kontinent. Auch hier. Auch hier müssen viele, die die Religion kritisieren, vor allem die Religion des Islam, entweder um ihr Leben fürchten oder unglaubliche Schikanen erleben. Ich kenne keinen einzigen Islamkritiker in diesem Lande, der nicht ständig Drohungen kriegt. Die meisten von ihnen stehen schon unter Polizeischutz und bekommen kaum Unterstützung. Im Gegenteil, man wirft ihnen vor, dass sie zu weit gehen, dass sie nicht Rücksicht auf religiöse Gefühle nehmen. Wer nimmt Rücksicht auf die Gefühle der Kinder von Raif Badawi? Wer nimmt Rücksicht auf Menschen, die täglich um ihr Leben fürchten müssen, nur weil sie aus ihrem Recht Gebrauch machen, eine Religion oder eine historische Figur aus dem 7. Jahrhundert zu kritisieren? Wer nimmt Rücksicht auf deren Gefühle? Haben nur religiöse Menschen Gefühle? Gibt es keine areligiösen Gefühle? Das sind
Sachen, die wir brauchen, auch in der Debatte. Und deshalb kann uns Raif Badawi eine Menge über Meinungsfreiheit und Kampf für die Freiheit beibringen. Nicht wir sollten die Meinungsfreiheit nach Saudi-Arabien transportieren, sondern vielleicht sollten wir von all diesen Menschen, die unter Einsatz ihres Lebens uns ein Lehrstück über Meinungsfreiheit und über die Freiheit insgesamt beibringen können. Und das ist das Heldenhafte, was ich an der Geschichte von Raif und Insaf finde, dass Insaf auch das nicht vergessen hat. Wenn sie auftritt, vergisst sie nicht die Menschen, die für Freiheit kämpfen. Sie vergisst nicht die Menschen, die verhaftet sind und nicht diese Popularität haben wie Raif. Sie nennt ihren Namen in jeder Gelegenheit und erinnert die Menschen daran. Lieber Insaf, ich verneige mich vor deinem Mut und es ist eine große Ehre, dass ich diese Laudatio hier halte. Und Raif weiß, wie sehr du ihn liebst und weiß alles, in Details vielleicht, die du nicht kennst, was du alles für ihn getan hast. Ich verspreche ihm, dass er das weiß. Vielen Dank, herzlich willkommen in Deutschland und herzlichen Glückwunsch für diesen Preis. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zum symbolischen Höhepunkt dieses Festakts, nämlich zur feierlichen Übergabe des Deschner-Preises der Giordano-Bruno-Stiftung. Dazu darf ich nun Insaf Haider und ihre Übersetzerin Sabana El-Hassani auf die Bühne bitten.
السابقة عن جد الكلمات اللي قالت كلها عجزتني ونسيت إيش أقول أصلاً وما في أي كلمات توصف الكلام اللي أنتوا وصفتوني فيه. ألف شكر لكم كلكم. Einen schönen guten Abend. Ich bin beeindruckt von all den Reden, die heute hier gehalten wurden. Und ich habe ganz vergessen, was ich hier eigentlich heute sagen wollte. Ich bin Ihnen so dankbar für alles. سيداتي سادتي، جئت إليكم من كيبيك كندا، أحمل في قلبي وعقلي هما واحدا وفكرة واحدة، أن أدافع عن زوجي الحبيب رائد بدوي الذي يقضي العام الرابع في أسير، لا لشيء إلا لأنه مارس حقه الإنساني في التعبير. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin zu Ihnen aus Quebec, Kanada, angereist und trage in meinem Herzen und in meinem Geiste nur einen einzigen Gedanken, für meinen geliebten Ehemann Raif Badawi einzutreten, für ihn zu kämpfen. Meinen geliebten Ehemann, der seit nunmehr sein viertes Jahr im Gefängnis verbringen muss. Und zwar für nichts anderes als der Tatsache, dass er sein Recht auf Meinungsfreiheit ausgeübt hat. لقد تركت خلفي ثلاثة أبرياء هم يفتقدون أباهم الغائب عنهم والألم الذي يعيشونه بسبب غيابه وحرمانهم من يستعصي التعبير عنه بالكلمات. Drei unschuldige Kinder habe ich zu Hause gelassen. Sie vermissen ihren Vater. Der Schmerz, den sie aufgrund seiner Abwesenheit erleiden müssen, ist nicht in Worte zu fassen. سيداتي سادتي رائف بدوي هو مفكر مسالم رفض أن يكون جزءا من قطيع يمشي خلف كهنوت ديني يعيش في غياهب التاريخ ويحكم بقانون ظالم مستبد. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Raif Badawi ist ein friedlicher Denker. Er hat es abgelehnt, Teil einer Herde zu sein, die einem Klerus folgt. Klerikern, die in einem vergangenen Zeitalter leben, die ungerecht und tyrannisch über die anderen herrschen. هو رمز لكل من يرغب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التعبير عن رأيه بصورة رسمية ويمارس حقوقه الإنسانية في التفكير والدين والتعبير. Er ist eine Symbolfigur für all diejenigen, die in der Region des Nahen Ostens und Nordafrikas ihre Meinung öffentlich ausdrücken möchten und ihre menschlichen Rechte auf freies Denken, auf Religions- und Meinungsfreiheit ausüben möchten. اسمحوا لي أن أقرأ جزءاً من مقال كتبه وتم نشره قبل دخوله إلى السجن كي تفهمون أي نوع من المفكرين هو. Erlauben Sie mir, Ihnen einen Ausschnitt aus einem seiner Artikel, den er vor seiner Inhaftierung schrieb, vorzulesen, damit Sie verstehen, was für eine Art von Denker Raif ist. إن حرية التعبير هي الهواء الذي يتنفسه أي مفكر وهي الوقود الذي يشعل نار أفكاره. وعبر العصور تمكنت الأمم والمجتمعات من التطور بسبب المفكرين وبسبب ما قدموه من فكر وفلسفة استطاع الناس اختيار ما يلائمهم من أنماط فكرية وأن يطوروها ويحسنوا فيها كي يتمكنوا من النهل من بحار العلوم والتطور والحضارة والازدهار. Meinungsfreiheit ist die Luft, die jeder Denker atmet. Sie ist der Treibstoff, der das Feuer seiner Gedanken entfacht. Über die Jahrhunderte hinweg ist es Nationen und Gesellschaften aufgrund eben dieser Denker gelungen, sich weiterzuentwickeln. Durch die Gedanken und Philosophien, die die Denker hervorbrachten, konnten die Menschen wählen, was für Gedankenmuster zu ihnen passen. Sie konnten diese weiterentwickeln und verbessern, um zu den Weiten der Wissenschaft, der Entwicklung, der Zivilisation und der Blüte zu gelangen. الكثير من المجتمعات ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم يدعون العالم العربي إلى إدخال إصلاحات في مجال حريات التعبير. يفعلون ذلك لأنهم يؤمنون بأن هذا الحق هو حق طبيعي بسيط. أنت إنسان ولذا لديك الحق في التفكير والتعبير كما تشاء، كما أن لديك الحق في التعبير بشكل علني عما تؤمن به. لديك الحق في أن تؤمن وأن تكفر كما أن لديك الحق في أن تحب أو تكره. Ein zweites Zitat. Viele Menschenrechtsorganisationen weltweit fordern die arabische Welt zu Reformen im Bereich der Meinungsfreiheit auf. Sie tun dies, weil sie daran glauben, dass dieses Recht ein ganz natürliches ist. Du bist ein Mensch,
Daher hast du das Recht zu denken und zu äußern, was du möchtest. Ebenso hast du das Recht, öffentlich zu äußern, woran du glaubst. Du hast das Recht zu glauben oder nicht zu glauben, sowie das Recht zu lieben und zu hassen. بسبب هذه الكلمات وغيرها تم الحكم على زوجي بعشر سنوات سجن، ألف جلدة وعشر سنوات منع من السفر ومنع من الظهور في وسائل الإعلام. ما طالب به لم يكن ثورة، كل ما طالب به هو قناعة راسخة ثابتة بأن التغيير ممكن وأن التغيير ضروري في بلده الحبيب. Aufgrund dieser und anderer Worte ist mein Mann zu 10 Jahren Haft, 1000 Peitschen hieben und 10 Jahren Reise- und Medienverbot verurteilt worden. Was er gefordert hatte, war keine Revolution, sondern lediglich eine tief verwurzelte Überzeugung, dass Veränderungen möglich sind und dass Veränderungen in seinem geliebten Heimatland notwendig sind. سيداتي سادتي، أشكركم من كل قلبي في منح رائد بدوي جائزتكم القيمة. هذه الجائزة هي الرقم 17 من جوائز دولية حصل عليها رائد في فترة لا تزيد عن عامين، إضافة إلى ترشيحه لجائزة نوبل للسلام. هذا الدعم والتقدير الهام يتجاوز شخص رائد وقضيته. جائزتكم تقول له ولغيره من الناشطين والناشطات لا يقفون وحدهم، تقول له ولهم إن إصرارهم على المطالبة بالحقوق الإنسانية في التعبير والرغبة السلمية في الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي مطالب إنسانية مشروعة. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen aus tiefstem Herzen, dass Sie Raif diesen wertvollen Preis verleihen. Es ist der 17. internationale Preis, den er innerhalb von nicht einmal 2 Jahren zusätzlich zu seiner Nominierung für den Friedensnobelpreis erhalten hat. Diese wichtige Unterstützung und Wertschätzung setzt ein Zeichen über den Fall Raif Badawis hinaus. Der Deschner-Preis zeigt Raif und auch anderen Aktivistinnen und Aktivisten, dass sie nicht alleine sind. Er zeigt ihnen, dass ihre beharrlichen Forderungen nach Menschenrechten, wie freier Meinungsäußerung und ihr friedlicher Wunsch nach Reformen in der MENA-Region menschliche und legitime Forderungen sind. لقد كرمتمونا بمنح رائف بدوي بجائزة تيشنر وأظل شاكرة وممتنة لكم بذلك. شكرا لكم وشكرا لكل من وقف مع رائف. شكرا لكل المنظمات اللي داعمة رائف. بصراحة مش حابة أقول أسماء لأنه في منظمات كتير، ولكن ألف ألف شكر لكل المنظمات ولكل الأشخاص ولكل الحكومات اللي وقفوا مع رائف. وأتمنى من كل العالم اللي واقفين مع رائف إنهم يستمروا وما ينسوا رائف ويظل رائف وغيره في الذاكرة. ألف شكر لكم. Ich fühle mich Ihnen tief verbunden und möchte mich von ganzem Herzen bei Ihnen bedanken. Bedanken möchte ich mich auch bei allen Organisationen und allen Menschen, allen Regierungen, die sich für Raif einsetzen, allen Menschen, die mit uns sind. Ich möchte hier keine Namen nennen, um niemanden zu vergessen. Daher Ihnen allen nochmals herzlichen Dank. Wir sind nun am Ende des offiziellen Programms angelangt. Ich darf Sie noch herzlich dazu einladen, im Anschluss noch etwas Zeit mit uns im Foyer der Nationalbibliothek zu verbringen. Dort stehen auch Getränke und Canapés für Sie bereit. Und natürlich haben Sie dort auch die Gelegenheit, Bücher zu erwerben, wobei ich mir sicher bin, dass einige der heute hier anwesenden Autoren auch gerne bereit sind, ihre Werke zu signieren. Gegen 20 Uhr müssen wir die Nationalbibliothek dann allmählich verlassen, was insbesondere diejenigen berücksichtigen sollten, die ihr Auto in der Tiefgarage geparkt haben.
da die Garage spätestens ab 21 Uhr geschlossen ist und erst am Montagmorgen wieder die Pforten öffnet. Also, Sie können gerne einige ein Glas Wein bei uns trinken. Vergessen Sie Ihr Auto doch nicht. Bevor, natürlich dürfen die Fahrer die Glas Wein nicht trinken. Nicht, dass irgendjemand jetzt eine Pressemitteilung über einen falschen Hedonismus von Besuchsfreien hier weiter. Bevor wir Sie nun ins Foyer entlassen, meine Damen und Herren, möchten wir Ihnen als allerletzten Programmpunkt noch einen kurzen Auszug aus dem Film Hoffnung Mensch zeigen, den Ricarda Hinz 2014 zum 10-jährigen Bestehen der Giordano-Bruno-Stiftung produziert hat. Der Ausschnitt demonstriert, wie wir meinen, sehr schön, welche Chancen gerade auch die muslimische Welt hätte, wenn sie Raif Badawis Aufruf Säkularismus ist die Lösung ernst nehmen. Zudem erklärt der Filmausschnitt, warum gerade die Giordano Bruno Stiftung mit diesem Namenspatron und mit dieser spezifischen weltanschaulichen, philosophischen, politischen Ausrichtung dazu berufen ist, Veranstaltungen wie den heutigen Festakt zu organisieren. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich für Ihr Kommen, wünsche Ihnen noch einen anregenden Abend und hoffe, dass wir uns vielleicht schon bei der nächsten größeren Veranstaltung der Giordano Bruno Stiftung wiedersehen werden. Vielen Dank und Film ab! Im Laufe der Jahrtausende haben unzählige Menschen rund um den Globus daran mitgewirkt, dass sich die Menschheit auf den Gebieten der Wissenschaft, der Technik, Medizin, Kunst, Ethik und Politik in erstaunlichem Maße weiterentwickeln konnte. Tragischerweise wurden viele dieser Vordenkerinnen und Vordenker zu Lebzeiten nicht geachtet, sondern geächtet. Nicht wenige von ihnen mussten ihr Engagement sogar mit dem Leben bezahlen, wie die französische Revolutionärin und Frauenrechtlerin Olympe de Gouges, die 1793 in Paris unter der Guillotine starb. Oder Giordano Bruno, der im Jahr 1600 in Rom auf dem Scheiterhaufen der sogenannten Heiligen Inquisition verbrannt wurde. Doch auf lange Sicht ließ sich der kulturelle Fortschritt nicht aufhalten. Selbstverständlich ist er nicht überall in gleichem Maße erfolgt, aber es ist kein Zufall, dass die Länder, bei denen die technologische und rechtspolitische Entwicklung am weitesten vorangeschritten ist, zugleich auch den höchsten Grad an Säkularisierung aufweisen. Das weitgehend säkularisierte Westeuropa ist heute, trotz Euro-Krise und zunehmender Umverteilung von Arm auf Reich, die stabilste und gewaltfreiste Region, die in der Menschheitsgeschichte je existiert hat. Eine rationalere und fairere Weltinnenpolitik könnte dafür sorgen, dass in den nächsten Jahrzehnten in anderen Erdteilen ähnliche Verhältnisse entstehen. An der Verwirklichung dieser Utopie arbeiten heute viele Millionen Menschen weltweit. Sie versuchen trotz massiven Widerstandes, bessere Bedingungen für menschliche wie nichtmenschliche Lebensformen rund um den Globus zu schaffen. Die Giordano Bruno Stiftung ist nur ein kleiner Bestandteil dieser globalen Emanzipationsbewegung. Was sie von anderen Organisationen unterscheidet, ist, dass sie sich nicht um ein spezifisches Einzelthema wie Ökologie, Sterbehilfe, Tierrechte oder Religionskritik kümmert, sondern einem allgemeineren Ansatz folgt. Der von ihr vertretene evolutionäre Humanismus erlaubt klare Positionen zu vielen unterschiedlichen Themen. Aber er bietet, im Unterschied zu den Religionen, keine Heilslehre an. Denn der evolutionäre Humanismus kennt weder unantastbare Propheten noch heilige Schriften, die der Kritik entzogen werden könnten. Und so unterscheidet sich der evolutionäre Humanismus von heute deutlich von dem Konzept, das Julian Huxley vor 50 Jahren vorlegte,
und er wird zweifellos in Zukunft wieder andere Formen annehmen, die sich von den gegenwärtigen Auffassungen der Giordano-Bruno-Stiftung gravierend unterscheiden werden. Anders als die meisten theologischen Lehrgebäude akzeptiert das neue Denksystem Wandel und Fortschritt als unvermeidbar, ja, als erwünscht, da ihm jede Neuerung willkommen ist, selbst wenn sie althergebrachten Denkweisen zuwiderläuft. Viel zu lange schon wurde das Denken der Menschen durch starre politische oder religiöse Ideologien bestimmt. Noch heute üben sie einen verheerenden Einfluss auf die internationale Politik aus. Aber es könnte sein, dass sich dies in den nächsten Jahrzehnten ändern wird. Denn nichts wirkt so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.